Liebe Zuschauer von der Wahl, heute bei uns im Tschocherl ein ganz weit angereister Gast aus Island, Rüdiger Dagsson. Why did you come to Austria? What was the event to come here to this small place? Why did I come here? I don't know. I'm trying to remember how this happened. Well, basically, I put the word out there. I was talking to my friend Martin, and he made this happen. This is my second time in Austria. And I gotta tell you, I didn't expect that people would like my shit over here. But this is the second time I'm here, and you seem to like it. Me too. I didn't expect that that lot of people are coming here. No. What are you doing here? It's weird. People, what are you doing here? Tell us. I'm flattered. How often have you done performances like this in your country or in you live in Germany? I live half the time in Germany, half the time in Iceland. And are you asking how many times I've just done this? I've been doing this for 15 years ago. Okay. 15 years now, and. 15 years? Yeah, something like that. More, almost 20 years now. And so I've probably done like 5,000 shows, maybe. Yeah, but this material, maybe like 50 times, something like that. And in the main chorus, you're doing what? For living, because you can't do that for a living. This is a side hustle. My main thing is just doing the cartoons. And that I have been doing since 2001 or something like that. So that's my main job. Before that became a job, I was thinking, there's no way this will become a job, but it became a job, but then I thought, there's one thing, there's no way it's going to happen, that's stand-up comedy, because that's scary as shit, but then that happened, so I'm no idea what's happening, probably politics, that's next. Okay, it would be a good idea, maybe here in Austria. Yes, you have a good history of artists becoming politicians. That's right. So, thanks. Where's your next show in Austria? In Graz. And then afterwards? Then Zagreb. In Zagreb, I'm doing 3 shows in one night. Yes, so if you want to see me lose my mind, come to my 3rd show in Zagreb on Sunday. This week. Okay, so thanks very much for the interview, and we wish you toy, 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 as we say here in Austria. I will take all your toys. No, not the toys. That's something different. Hey, everybody. Hi. Okay, my name is Rüdiger Dagsson, and I am here to tell you jokes. and here they come. Here come my jokes. Okay, I'm gonna start. What do dwarves eat when they're on a diet? Cannibals. I fucked up my first joke. Just rewind and I'll start again. What do cannibals eat when they're on a diet? Dwarves. Okay, you heard it. I'm sorry, I'm a little bit nervous. Because it's actually a very special day for me, and I'm gonna be a bit personal right now. Because today, of all days, today I have been sober for 1,000 days. Yes, thank you very much. it's very special. I have not had a drink of alcohol in 1,000 days. Not in a row, but like different individual days. No matter how wild they are, I had a dream the other day that my mother turned into Gene Hackman and then he threw up on me. And if I say, hey, you wanna guess what I dreamt last night? People do, no, don't tell me about your dreams. We don't want to know what happened in your brain while unconscious. It doesn't matter. So here's the trick.
Also erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, so auch in diesem Stück. Ich möchte mal für meine Rolle sprechen, weil da kenne ich mich am besten aus. Ja, sprich. Also ich spiele, also man lernt mich ja zuerst aus der Perspektive von meiner besten Freundin Christine kennen. Und die erzählt über mich, dass ich eben die perfekte, glückliche Ehefrau bin. Bist du ja auch. Bin ich auch, also im wahren Leben, aber im Stück stürmt sie wenige Stunden später das Wohnzimmer und ist außer sich, weil ihr Mann doch einen Seitensprung begangen hat. Also das perfekte Paar war offenbar doch nicht so oder so glücklich und so rund, wie es alle geglaubt haben. Also wie es ich geglaubt habe. Und genau, wie du es geglaubt hast. Oder auch ich lange geglaubt habe. Und der Figur wird eben klar, wie lange sie die Augen verschlossen hat vor der Realität. Und dass sie eigentlich ganz weit weg von dem ist, was sie eigentlich leben möchte. Und ja, beschließt, an diesem Abend nochmal neu anzufangen. Ich bin die Christine. Ich bin meines Zeichens Therapeutin. Ah, okay. Ja. Und bin, ohne es wahrhaben zu wollen, immer noch in meinen Ex-Mann verliebt. Der mich tut, wie Schatz, geht's? Geht. Oder blutest du schon? Na, alles gut. Immer noch in meinen Ex-Mann verliebt. Also im Stück. Ja. Privat bin ich noch zu haben. Hat's lieber Vielfalt als Einfalt. Aha. Die Linda ist eine, die das Leben genießt und die sich auch nichts gefallen lässt von der Männerwelt. Die also selber die Zügel in der Hand haben will und immer alles im Griff und im Überblick. Und ja, so ein bisschen auch ein Gegenpol zu dem, was die anderen Frauen für Weltanschauungen haben oder für Vorlieben, Wünsche, Träume. Du bist schon da? Nein! Okay. Ah, ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Oh, wie schön! Und du bist gut gelaunt, wie ich sehe. Ein leiser Unterton der Bitterkeit. Der leise Unterton wird bald die Mauern von Jericho erschüttern. Um Gottes Willen. Na, der kann jetzt auch nichts mehr ändern. Wer? Na, er. Nicht so er. Ich bringe ihn um. Wenn ich ihn sehe, bring ich ihn. Wir sind seelische Wesen voller Empfindungen und sollen uns bemühen, an unserer Vervollkommnung zu arbeiten, täglich zu arbeiten. Aber verbringen möchte, und eines ist klar, es ist nicht zu spät. Und deshalb werde ich heute Abend wieder da anfangen, wo ich vor 7 Jahren in eine Sackgasse gebogen bin. Ich lasse mich nicht mehr in Wolle wickeln und auf Eis legen, und ich werde nie wieder einen Schattenrock tragen. Ja, weg damit! Ich muss ihn beschützen. Ja, ja. Was er sich jetzt wohl denkt? Kann es sein, dass wir mehr darüber nachdenken, was Männer denken, als Männer überhaupt denken? Leben sind oder gerade nicht sind, wir sind füreinander da. Wir halten zusammen. Ihr zwei, also Freundinnen wie euch zu haben, ist einfach, oh Gott, ein Baby. Okay. Ah!
Beim ersten Stück war eben die Grundvorlage von Jonathan Swift gegeben, ein bescheidener Vorschlag. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was sind so brandaktuelle Themen, die wir in Buffon-Form umsetzen können. Und nachdem halt die Corona-Zeit gezeigt hat, dass es einen Pflegenotstand gibt, den es aber immer schon gegeben hat, haben wir uns gedacht, okay, wir widmen uns der Pflege und haben viel recherchiert, waren in Pflegeheimen und haben nachher den Text verfasst und hoffen, dass der Abend dem Publikum entspricht. Wir haben, so wie beim letzten Stück, eigentlich nur Textüberschreibungen gemacht von Stücken und Melodien, die es schon gibt. Ein Originalstück ist dabei, die Landeshymne vom Bundesland Niederösterreich. Und sonst sind wie immer ein Klassiker und dann halt einen anderen Text dazu. Wow. Die sind ja Hochschüler. Was vor 2 Tagen. Und wie viele sind es dieses Mal? 6 und 8. Thank you.
meine Schulter voller. Wer kam auf die Idee des Programms? In der Regel überlegt sich der Thomas selber, was gerade für ihn von der Stimme her wirklich das Passende ist. Und da er ja jetzt während Corona vom Lyrischen zum Dramatischen Bariton geworden ist und sehr, sehr, sehr viel Wagner studiert hat, hat er gesagt und gemeint, er braucht jetzt einfach einen Ausgleich. Und dieser Ausgleich ist Verdi. Und auch Puccini und auch Beethoven, alles auch Rollen des dramatischen Faches. Und da bittet er mich dann und wann, dass wir da Dinge, also ich halt vom Theater her, vom Dramatischen her und er vom Stimmlichen und vom Technischen her, da über diese Dinge drüber schauen. Und das tue ich sehr gerne. Es war so die Idee vom Thomas und auch ein bisschen meine, zu sagen, wir machen es so, wie es eigentlich jetzt an vielen Institutionen gemacht wird, nämlich dass man einen Übertitel hat. Ja? Also so ein, deshalb haben wir gemeinsam Game Changer, was ja nichts anderes als Spieleveränderer heißt. Genau. Aber das sind ganz genau diese Personen, die dann die Handlung wirklich total verändern. Und so ist es halt dann auch ein bisschen eine Gemeinsamkeit und das Publikum kann das dann besser einordnen. Am 10. September gibt es wieder einen Abend, wieder in diesem wunderschönen Saal. Diesmal dann mit einer Kollegin aus Deutschland, ein Mezzosopran, Almeria Delic. Und die singt mit ihm dann Fricka und Wotan und außerdem Telramund und Ortrud. Beim Thomas Weinhappel und seinem Programm Game Changers und neben mir steht die bezaubernde Sissi. Liebe Sissi, das erste Mal beim Thomas dabei? Nein, das zweite Mal. Ich war schon im dritten Bezirk bei einem Konzert, aber er wird immer besser und es ist wirklich schade, dass er in Peking, in Tokio engagiert wird, in Sofia, überall. Nur bei uns in Wien, die Volksoper und die Staatsoper, ist nichts, also er ist so sensationell, dass es schade ist, dass es in so einem kleinen Rahmen sein muss, aber man muss dankbar sein, dass es das ist. Was macht ihr gerade? Honigmond von Gabriel Parelli. Am 11. die erste Vorstellung, 15. Mai. Also herzlich willkommen zu einem Abend, der da heißt Music with Diven. Und damit gleich zur ersten Diva, Ethel Merman. Think that we're through, but maybe you'll be swell, you'll be great, gonna have the world on the plate. Stop to hear, shout around, honey, everything's coming, a process. She's Christ's superstar. Do you think you're
nächstes machen würden, gemeinsam mit Markus Vorzellner, Johannes Terne und ich. Und ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, oder ich bin auf die Idee gekommen, wie wäre es damit, und beide Herren waren einverstanden, deshalb machen wir es. Ja. Ja, stimmt. Ja, da hatten wir, ja, wir haben schon verschiedene Programme. Wir haben ja auch ein Gerhard Bronner Programm gemacht. Da habe ich versucht, ein bisschen österreichischer zu sein. Berlin habe ich auch schon. Aber das ist hier, das ist wirklich für mich so relativ neu gewesen. Ich bin ja auch Musical begeistert und mache das sehr gerne. Aber als er mit dem Vorschlag dann kam, es sind ja wunderschöne Melodien dabei, gerade von South Pacific und so, und alle, die einem nicht mehr aus den Ohren gehen, und deswegen habe ich es sehr gerne gemacht. Na, eigentlich, ich meine, muss ihm kurz widersprechen, es war so, die beiden Herren haben mich vor vollendete Tatsache gestellt, das Programm wird gespielt, ja, was mich nicht stört, weil das Programm ist wunderbar ausgewählt, aber ich hatte an der Zusammenstellung hatte ich keinerlei Anteil. Aber das ich hatte ja erstmal abgespielt, meine letzte Vorstellung, habe jetzt anderthalb Jahre ein Stück am Burgtheater gespielt, und das war jetzt gerade die letzte Vorstellung, und jetzt komme ich gerade, vor 3-4 Tagen habe ich in Barcelona ein Krimi gedreht, der mir noch in den Knochen steckt, also weil Ich war natürlich ein Böser, aber nicht deshalb, aber ich musste schwimmen im eiskalten Wasser und mich wundert, dass ich es überlebt habe. Aber demnächst machen wir dann ein Programm zusammen wieder im August, das nächste erstmal. Im August, wie gesagt, im, wie heißt das Schloss, Neugebäude, hier machen wir das Redback-Programm das erste Mal zu zweit. Und dann machen wir irgendwann einen Abend, der heißt Pop-Diven, bitte nicht zu verwechseln mit dem Musical-Diven, das sind dann die Pop-Diven, die wurden schon mal gemacht mit einem abgeänderten Version, also wer es schon einmal gesehen hat, soll ruhig wiederkommen, denn es ist eine veränderte Sache, und der Johannes Terne wird auch mehr singen müssen. Was uns gefällt so sehr, gemeinsam. In der Katzensprache heißt es bloß. Ja! Genau, super! Maxi, mega, drüber, drüber. Wer ist denn der Herr? Der König! Genau, der Herr König. Sagen wir mal, Herr König. Hallo, Herr König. Ja, hallo, 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 Herr König. Hallo, hallo. Genau, und was hat der Herr König gesagt? Hello, hello, hello. Ich bin der König. Natürlich kann ich gerne. Könnt ihr auch Elefanten sein? Hokus Pokus geht los, und? Miau! Aber könnt ihr was ganz Kleines sein, wie eine Maus? Eine Maus für mich als der Zauber kein Problem. Hokus Pokus! Schon ist eine Maus. Schau mal hier, eine Maus. Wo ist denn die Maus? Da! Einmal im Monat. Und das ist eine wunderbare Sache, da kann ich wirklich mein ganzes Repertoire durchspielen, und es kommen immer ausverkauft, immer viele Leute, 150 hier, 200 Leute, und es ist natürlich eine wunderbare Location hier. Und zur Abwechslung ein, zwei Mal im Jahr ist es herrlich. Also die nächste ist am 2. Juni, da machen wir hier die Bremer Stadtmusikanten zum Beispiel. Da freue ich mich schon sehr, weil da wird ja wieder viel mit Bauchreden gemacht und so. Also es gibt in Wien wirklich viele, viele schöne Locations, und Gott sei Dank wird jetzt auch für Kinder immer mehr gemacht. Und das ist mir ein Anliegen, dass ich dir ja die Chance und das Glück habe, immer wieder auch auf so schönen, großen Bühnen tatsächlich engagiert zu werden und aufzutreten, dass ich
anderen Menschen und jungen Leuten besonders die Gelegenheit bieten möchte, auch auftreten zu können. Ich habe zwar nicht so ein schönes Haus, aber immerhin eine kleine Bühne habe ich dann am 31. August im 9. Bezirk am Sobieski-Platz. Und da werden wir dann eine zeigen, was er kann. Singen, tanzen, spielen, malen, Gedichte schreiben und lesen. Jeder, der kreativ ist, ist bei mir willkommen.